Hallo, ihr fabelhaften Stiergeborenen und Stier-Aszendenten. Ganz herzlich willkommen zum Liebeshoroskop für den Juli 2017. Ich bin Antonia Langsdorf und begleite euch durch eure Konstellationen. Die Venus, eure Herrscherin, steht ab dem 5. Juli im Zeichen Zwillinge. Und das bringt Leichtigkeit und Heiterkeit in euer Leben und begünstigt Flirts und lockere Kontakte. Beim Shopping findet ihr wunderschöne Klamotten und beim Besuch von Flohmärkten könnt ihr super Schnäppchen machen und nette Leute kennenlernen. Und die Urlaubskasse ist auch gut gefüllt, falls ihr wegfahrt. So, mehr dazu gleich. Jetzt noch der Hinweis, dass es auch diesmal wieder was bei mir zu gewinnen gibt und mehr dazu am Ende des Videos. Und noch zu eurem Erlebnishintergrund, zu den langfristigen Konstellationen. Das ist ja bei euch nicht so viel, weil die harten, schwierigen Aspekte nicht so direkt auf euer Zeichen gehen. Falls es doch der Fall sein sollte, auf andere Planeten, vielleicht in eurem Horoskop, müsstet ihr euch darüber schlau machen. Aber die Stiersonne empfängt im Wesentlichen zwei angenehme Aspekte. Nämlich einmal einen schönen Freundschafts- und Förderungsaspekt von Spiritualitätsplanet und Romantikplanet Neptun, der steht günstig hier zur Stiersonne. Und dann das Trigon von Pluto. Erstmal der Neptun, das ist halt eine romantische und hilfsbereite Konstellation. Man erfährt Hilfe durch Freunde und ist auch selber bereit zu geben. Ist auch eine schöne Charity-Konstellation. Also wenn ihr was vorhabt, vielleicht auch ein Fest, und bei der Gelegenheit auch noch gleich was Gutes tut, dann würde das sehr gut dazu passen. Und es begünstigt natürlich auch Romanzen aller Art. Und das spüren die Geburtstagskinder, die zwischen dem 2. und dem 6. Mai Geburtstag haben, diesmal ganz besonders. Dann gibt es noch Pluto, der ja im Steinbock steht. Der steht hier für die Stiergeborenen in einem Harmonieaspekt. Und Pluto ist ja so eine Sache, also das sind ja so geheimnisvolle und sehr einflussreiche Menschen, manchmal auch dunkle Männer, je nachdem. Und wenn der jetzt in Harmonie steht, dann ist das jetzt nicht so, als wenn die Venus in Harmonie steht, sondern dann hat man die Möglichkeit, halt sehr wichtige und bedeutende Beziehungen aufzubauen zu Leuten, die einen großen Einfluss haben, aber man muss sich das trotzdem ganz genau angucken. Und auch wirklich rauskriegen, ob man da auf der gleichen Wellenlänge liegt und ob die andere Person auch das Gleiche will und nicht vielleicht im Hintergrund noch eine heimliche Agenda hat, von der ihr gar nichts wisst. Also da müsst ihr ein bisschen reinfühlen, falls ihr so jemanden kennenlernt, den ihr sehr spannend findet und der wie jemand wirkt, der also im Leben auch wirklich auch was verändern kann für euch. Das sind lebensverändernde Verbindungen, die sich dadurch ergeben. Und das merken diesen Monat besonders die Geburtstagskinder vom 6. bis 11. Mai. Und damit können wir uns auch schon den aktuellen Konstellationen widmen für euer Liebeshoroskop. Erstmal gehen wir ja aus von dem Neumond am 24. Juni. Da bin ich ausführlich im Juni-Horoskop drauf eingegangen. Da könnt ihr eventuell nochmal reinschauen. Der findet für euch statt hier im 3. Haus. Und das heißt, es gibt neue Impulse aus eurer direkten Umgebung mit Freunden, die vor Ort sind oder auch Nachbarn. Genau. Und am 1. Juli steht die Sonne weiterhin zu euch im guten Aspekt und der Mars ebenfalls, der steht dann in der 2. Dekade und macht eben ein Sextil zur Stiersonne. Das gibt Schwung und auch in Gesprächen könnt ihr euch da gut durchsetzen und gut darstellen. Ist eventuell auch gut sogar für Internetbekanntschaften oder App-Bekanntschaften. Und der Merkur ist nämlich auch noch dabei. Der vermittelt ja als Kommunikationsplanet, also vielleicht, wenn ihr sowas mögt, könnt ihr ja mal ein bisschen mit ein paar Apps, Kennenlern-Apps rumspielen, falls ihr nicht schon einen festen Partner habt. Und dann am Anfang des Monats ist ja die Venus noch in eurem Zeichen, die ist dann in der 3. Dekade Stier, ist auch noch sehr schön in den ersten 5 Tagen, besonders dann eben für die Spätstiere. Da werden die mit besonders viel Charme und Liebreiz aufgeladen von der Venus. Dann haben wir ja diese Spannungsphase vom 1. bis 5. Juli, habe ich ja in der kosmischen Schwingung ausführlich darüber berichtet. Und die findet jetzt für euch vom Sonnenhaus her auf der Achse 3 und 9 statt. Und das ist so, da geht es um Weltanschauungen. Und Mars und Pluto sind ja so die Kampfplaneten, also da wäre so ein Szenario denkbar, dass man vielleicht, ohne es zu wollen, in eine sehr heftige Diskussion oder Auseinandersetzung um so Glaubensfragen, Weltanschauung, was weiß ich, Flüchtlingspolitik, also all diese schwierigen Themen, die auch so in der Luft liegen, hineingezogen wird.
Und da solche Sachen müsst ihr halt einfach aufpassen, dass ihr euch über sowas nicht streitet, weil das ist jetzt wirklich nicht wert. Und wenn wirklich da eine heiße Diskussion aufkommt, dass ihr dann einfach ein paar Tage abwartet, bis sich da die Gemüter wieder ein bisschen beruhigt haben. Oder wenn ihr da Stellung nehmen müsst. Aber es wäre jetzt schade, sich wegen sowas zu zerstreiten. Vor allen Dingen, wenn man vielleicht jemand Nettes kennengelernt hat und dann merkt man, oh, der ist ja ganz anderer Meinung als ich. Also erstmal Ball flach halten und sich nicht zu sehr aufregen. Es geht so bis zum 1., bis zum 5. Juli, danach legt sich das schon wieder. Gleichzeitig habt ihr dann aber auch schon zwei schöne Top-Tage, wo ihr nämlich schöne Aspekte habt. Einmal mit dem Mond im Partnerhaus und dann eben auch von der Venus her, wo Gespräche mit Freunden oder überhaupt gute Gespräche einen Durchbruch bringen. Der Merkur steht dann auch noch günstig zur Stiersonne hier. Also das ist eine Zeit, wo man dann auch mit Freunden sich unterhalten kann und dann vielleicht einen Durchbruch erzielen kann in Freundschaft oder auch in Liebe und Beziehungen. Also der 3. und 4. sind gut, solange ihr euch eben nicht auf gefährliches Terrain begebt und euch unnötig über weltanschauliche Fragen streitet. Genau. Dann am 5. geht die Venus in die Zwillinge und die ist ja euer Herrscherplanet. Das Zwillingezeichen ist ja eben heiter und locker und wenn sie für euch im 2. Sonnenhaus steht, ist das auch immer noch gut. Erstes Haus natürlich am besten, aber 2. Haus auch gut. Und Zwilling ist ja so lockere Kontakte, Flirts. Und im 2. Haus empfehle ich euch dann eben auch in der Zeit, das ist dann bis zum Ende des Monats, wirklich ruhig mal shoppen zu gehen, euch was Schönes auszusuchen. Da macht es besonders viel Spaß, man findet schöne Sachen und deswegen auch die Idee mit den Flohmärkten oder Schnäppchen, weil man da dann vielleicht auch wieder nette Leute kennenlernen kann. Und die Venus beginnt dann am 5.7. diese Reise für die erste Dekade des Zeichens Stier, aber das ist halt kein direkter Aspekt, ne, weil sie ja im Nachbarzeichen steht. Genau. Aber ihr kriegt das eben mit, weil ihr seid von der Venus regiert und was die Venus macht, da schwingt ihr als Stiergeborene einfach mit. So, dann am 6. geht der Merkur ins Zeichen Löwe, damit in euer 4. Haus. Das sind dann Gespräche, vielleicht auch manchmal Streitgespräche mit Familienmitgliedern. Ist aber nicht schlecht, weil Merkur ist immer auch, man kriegt vielleicht auch Besuch, ne, ist immer auch viel los. Und dann haben wir am Samstag, am 8. einen schönen Top-Tag für euch. Und zwar habe ich da aufgeschrieben, Gespräche und finanzielle Unterstützung mit Familienmitgliedern. Also hier sind die Gespräche, Venus und Merkur. Und Venus im 2. Haus ist ja auch das Geldhaus. Also vielleicht ist das ein Tag, wo man sich mal über sowas unterhalten kann, wenn man vielleicht in der Familie sich da gegenseitig unterstützen kann. Und das bringt dann auch Zusammenhalt. So, dann beginnt aber auch die kritische Phase mit dem Vollmond, ne, vom 8. bis 11., der Vollmond am 9., das ist dann auch nochmal für euch diese Achse, wo so um Glaubensfragen und Weltanschauungen geht, lasst euch da lieber nicht auf Diskussionen ein. Wie gesagt, da ist zwar der Mars nicht mehr so direkt dabei, aber es ist trotzdem immer noch aufgeladene Stimmung, denn gerade eben auch wenn ihr jemand mögt, lieber mal eine andere Meinung stehen lassen und das nicht zu persönlich nehmen. Vom 14. bis 19. ist dann eine gute Flirtphase. Für euch vielleicht eine Urlaubsliebe mit jemandem aus dem Zeichen Steinbock, könnte ich mir vorstellen. Ja. Und es könnten auch Flirts mit Kollegen sein, weil ihr ja den Glücksplaneten in der Waage im Berufshaus, im Sonnenhaus des Berufs stehen habt, falls ihr nicht wegfahrt. Aber sonst könnte es eben sich da auch ein schöner Urlaubsflirt ergeben in der Zeit. Vom 15. bis 20. ist aber auch diese kritische Phase, die kritisch werden kann für bestehende Beziehungen. Jetzt ist das bei euch nicht ganz so dramatisch, weil es für euch nicht direkt in so Partnerschaftshäuser fällt. Es sei denn eben, dass euer Aszendent vielleicht im Krebs oder im Steinbock ist, dann wäre es was anderes. Aber für die Stiersonne ist das nicht ganz so dramatisch. Für euch kann es vielleicht sein, dass ihr einfach durch ein unbedachtes Wort oder in einem Gespräch, dass ihr vielleicht zu forsch auftretet oder zu energisch eure Meinung vertretet und dass dann eben jemand empfindlich ist und auf den Schlips getreten oder auch ihr selber vielleicht auf eine Ansprache empfindlich reagiert. Oder vielleicht ist es auch ein innerlicher Konflikt. Uranus sind ja auch die Nerven, der steht für euch im 12. Haus. Vielleicht habt ihr einfach nicht gut geschlafen in dieser Zeit. Also das ist einfach auch eine Zeit, wo man nicht überstürzt handeln sollte und nicht überstürzt irgendwas beenden sollte, ne? Vom 15. bis 20. Juli. Am 20. geht dann der Mars ins Zeichen Löwe und damit bei den Stiergeborenen ins Sonnenhaus der Familie.
und die Sonne ja dann gleich hinterher am 22. Und das bedeutet für euch, das wird ja dann eine sehr gute Phase zum Feiern und für Partys, ne? Weil einfach Sonne im Löwen und Mars im Löwen, das ist viel Flirt-Energie, da möchte man feiern und Lebensfreude genießen. Und für euch im vierten Haus eben feiern mit der Familie, und da seid ihr dann auch eher in der Lage, falls es zu einer Kabbelei kommt, das mit Humor zu nehmen. Übrigens auf einer anderen Ebene kann das auch heißen, dass ihr ganz eifrig an eurem Heim irgendwas macht. Mars sind auch Handwerker und Tätigkeiten im Haus, oder falls ihr gerade ein neues Haus gekauft habt. Ich kenne da eine Stierfrau, da ist das der Fall. Die hat also auch Spaß da drin dann, oder die ganze Familie, sich da zu engagieren. Also das könnte auch passen. Auf jeden Fall wird ist dann eben eine Zeit für euch mit dem Neumond auch am 23., ne, der ist am Sonntag, den 23., die, wo sehr starke Aktivität in den Bereich Familie geht. Und weil es eben im Löwen ist, ist es eine fröhliche Aktivität. Selbst wenn man mit Sonne, Mars manchmal vielleicht auch so ein bisschen übers Ziel hinausschießt oder vielleicht ein bisschen aggressiv ist, aber dennoch, man ist verspielt und fröhlich, auch kreativ dabei. Und ich denke mal, das ist dann auch eine Zeit, auf die ihr euch freuen könnt. Aber muss man auch sagen, der Mars wird dann in den Wochen darauf auch in Spannung zur Stiersonne stehen. Also es kann auch sein, dass ihr, wo ihr doch sonst wirklich auch immer die Ruhe selbst seid, dann vielleicht auch mal ausrastet, kann man nicht ganz ausschließen. Und das beginnt eben am 20. erstmal für die erste Dekade Stier, also müsst ihr auch aufpassen. Aber wenn ihr euch betätigt, auch körperlich betätigt, dann sollte es eben auch möglich sein, diese Spannung wieder abzubauen. Ja. Wichtig für euch ist halt auch dieser Venus-Aspekt, der ja nicht so ganz einfach ist. Venus-Saturn, ihr als Venus-Zeichen werdet das spüren, und eben auch die Lilith dabei. Da kann es jetzt um Auseinandersetzungen, um gemeinsame Werte, ums Geld gehen, ne? In der Partnerschaft vielleicht. Wer hat wie viel, wer bekommt was? Und Saturn im Bereich der gemeinsamen Werte, es kann eben auch sein, dass man sich da vielleicht übernommen hat, dass man da einfach jetzt den Gürtel enger schnallen muss. Und Lilith im achten Haus in Spannung zu Venus kann übrigens auch heißen, dass es vielleicht eine Sorgerechtsproblematik gibt. Vielleicht lernt ihr jemanden kennen, der vielleicht ein Kind aus einer alten Beziehung mitbringt und da unter Stress steht, unter finanziellem Stress. Oder es gibt eben auch in eurer eigenen Familie da vielleicht eine Auseinandersetzung darum, wer was wem wie viel bezahlt. Also da müsst ihr ein bisschen gucken, da müsst ihr vor allen Dingen im Gespräch bleiben. Ja? Das ist sehr wichtig, dass ihr dann wirklich schaut, dass ihr das besprecht und dass ihr den jeweils anderen dann auch respektiert und darstellt, worum es geht. An sich steht die Venus bei euch im zweiten Haus. Das heißt, ihr habt vielleicht was und hier will euch vielleicht jemand was wegnehmen. Also ein Partner oder jemand, den der Partner mitbringt und der bedürftig ist. Das kann so eine Phase sein, wo das ein bisschen heikel ist. Zumal wir ja dann auch zum Ausgang des Monats wieder eine Spannung kriegen von Pluto und Jupiter. Und das ist ja so der Schuldenaspekt. Ne? Also diese Geldthemen, die rücken gegen Ende des Monats wieder mehr in den Vordergrund für euch und können dann eben auch Beziehungen belasten. Vorher geht aber erstmal am 26. der Merkur noch ins Zeichen Jungfrau. Da steht ja gut für euch, auch in einem harmonischen Aspekt. Also das begünstigt dann auch wieder Gespräche und auch einen kreativen Austausch, wo man wirklich auch Ideen hat, wie man Probleme lösen kann. Und dann, wie gesagt, beginnt diese Spannung zwischen Pluto und Jupiter. Und das Ganze bei euch ja auch hier ins Berufshaus hinein. Also kann eben auch das Geldthema, was vielleicht vom Beruflichen herkommt, euch belasten, je nachdem. Auch ihr müsst aufpassen, dass ihr nicht so viel Geld im Urlaub ausgebt, obwohl ihr ja eine gute Geldphase habt, aber legt dann im Zweifelsfalle lieber ein bisschen was zurück. Genau, am 31. geht dann die Venus ins Zeichen Krebs. Das ist auch nochmal eine gute Nachricht für die Stiergeborenen. Da steht sie für euch sehr günstig und steht auch überhaupt sehr gut im Krebs. Und dann danach in den Wochen steht sie euch dort also dann zur Verfügung. Ja, meine lieben Stiergeborenen, falls ihr mehr Beratungsbedarf habt, könnt ihr euch natürlich gerne mit mir in Verbindung setzen und persönliche Beratung buchen. Geht direkt über meine Webseite. Oder ihr meldet euch an bei Antonias Sterne. Da habe ich zwei Termine, am 23. Juni und am 28. Juli. Und da könnt ihr dann mitmachen und ich beantworte eine Frage zu eurem persönlichen Horoskop. Die Verlosung
beinahe schon wie immer, kann man sagen, 15 Minuten Kurzberatung bei mir persönlich. Wenn ihr meinen Kanal abonniert und mir einen netten Kommentar postet, dann nehmt ihr an der Verlosung teil. Schaut euch, falls noch nicht geschehen, nochmal das Video Folge deinem Herzen an. Das ist sehr spannend mit dem Mondknoten im Löwen. Das ist ja jetzt eine ganz wichtige Zeitqualität. Und ansonsten sehen wir uns dann im August wieder und ich wünsche euch alles Gute mit den Sternen.